Heute sprechen wir über die Sprachverarbeitung. Hierfür werden wir uns verschiedene Hirnstrukturen gemeinsam anschauen und welche Funktion sie haben, wie Sie in diesem Bild sehen. Auf dieses Bild komme ich später nochmals zu sprechen. Der Mensch kann Informationen verbalisieren, das heißt kommunizieren, denken, aber auch erinnern. Dies insbesondere, weil viele Gedächtnisinhalte in verbaler Form abgespeichert werden. Das heißt auch, dass Schädigung der entsprechenden Hirnregionen erhebliche Einschränkungen im Alltag für den Betroffenen zur Folge hätten. Wie Sie bereits wissen, ist die komplexe Funktion der Sprache nicht nur durch eine Hirnstruktur wahrgenommen, sondern es spielen mehrere Hirnstrukturen eine Rolle, wie Sie hier zum Beispiel das Broca-Areal sehen oder das Wernicke-Areal. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Broca-Areal im Frontallappen für die Sprachbildung zuständig ist und das Wernicke-Areal zuständig für das Sprachverständnis und die Wortfindung ist. Zusätzlich sehen Sie auch eine Verbindungsstruktur dazwischen, der sogenannte Fasciculus arcuatus. Es ist kein Zufall, dass die Sprachregionen hier auf der linken Seite abgebildet sind, weil man annimmt, dass bei ca. 95% der Menschen die linke Hemisphäre die sogenannte Sprachdominante ist und nur bei 5% die rechte Hemisphäre oder eine bilaterale Dominanz der Hemisphären besteht. Was man auch sagen kann, ist, dass bei den meisten Rechtshändern die dominante Hirnregion auf der linken Seite ist. Bei Linkshändern kann es sein, dass es auch rechtsseitig oder bilateral sein kann. Dies hat insbesondere eine Auswirkung auf die Resektion von Hirntumoren, wo man besonders gut aufpassen muss bei Rechtshändern auf der linken Seite, um eine Sprachregion nicht zu schädigen. Kommen wir doch nun zum Broca-Areal. Dieses Broca-Areal liegt im Frontallappen, und zwar im unteren Anteil. Dieses Broca-Areal ist eng mit den für die Sprechmuskulatur zuständigen Regionen vom primären Motorikortex verbunden, welcher etwa in diesem Bereich ist. Das heißt, dass das Broca-Areal für die motorische Sprachbildung zuständig ist. Es bildet also die korrekte Grammatik sowie die Koordination der muskulären Vorgänge. Im Bereich des Gyrus supramarginalis befindet sich die Wernicke-Region, das sogenannte sensorische Sprachzentrum. Hier wird das Sprachverständnis und die Wortfindung koordiniert. Wie bereits vorher angesprochen, sind diese zwei Hirnregionen mit dem sogenannten Fasciculus arcuatus verbunden. Zusätzlich zu erwähnen ist auch noch der Gyrus angularis, welcher sich in diesem Bereich befindet. Der Gyrus angularis koordiniert die verschiedenen Eingänge der Sinnesorgane und ist zuständig auch für die Interpretation der Sprache. Um sich das ein bisschen besser vorzustellen, kann man die Vorgänge folgendermaßen erklären. Visuelle Informationen gelangen über das Auge ins Hirn durch den Nervus opticus und die Sehstrahlung ganz nach hinten in den visuellen Kortex. Im weiteren Verlauf wird diese Information in den sogenannten Gyrus angularis transportiert, den wir schon besprochen haben. Hier erfolgt eine Mustererkennung. Das Gesehene wird mit bereits im Gedächtnis gespeicherten Informationen verglichen. Falls ein entsprechender Gegenstand gefunden wurde, so muss dieser benannt werden. Dieser Schritt wird dann im Wernicke-Areal vorgenommen. Damit das Wort dann ausgesprochen werden kann, wird diese Information über den Fasciculus arcuatus ins Broca-Areal gebracht, wo die notwendigen motorischen Schritte in die Wege geleitet werden. Diese Information oder Befehl
Zum Aussprechen des entsprechenden Wortes wird dann über verschiedene Nervenphasen in den primärmotorischen Kortex weitergeleitet, wo dann die Informationen durch den Hirnstamm zu den entsprechenden Organen zieht. Jetzt, wo wir ein Verständnis haben über die normale Funktion der Sprache, möchte ich nun auf die Aphasien eingehen. Zuerst möchte ich das an diesem Bild machen und am Schluss an einer Tabelle. Die Aphasie ist eine zentrale Sprachstörung, die durch eine Schädigung einer oder mehrerer Sprachregionen entsteht. Wie Sie jetzt wissen, ist das vorwiegend in der linken Hemisphäre der Fall. Ursache können zum Beispiel ein Hirnschlag oder ein Tumor in diesem Bereich sein. Wenn das Broca-Areal zerstört ist, kann der Patient die Sprache erkennen, aber hat Mühe, selber zu sprechen. Die Sprache ist wie ein Telegrammstil. Es werden einzelne Substantive noch mit Mühe hervorgebracht. Weitere Wortketten sind nicht möglich. Zudem können Patienten nicht richtig schreiben, da die Schriftsprache auch zuständig ist im Broca-Areal. Das Sprachverständnis ist jedoch normal, da das Wernicke-Areal noch intakt ist. Falls das Wernicke-Areal kaputt geht, dann kommt es zu einer sogenannten sensorischen Aphasie. Der Patient kann Inhalt von gehörter oder gelesener Sprache nicht interpretieren. Er kann aber, weil das Broca-Areal intakt ist, eine flüssige Sprache haben, die aber unverständlich ist. Es kommt also zu Wortneubildungen oder zu Sätzen, die keinen Sinn machen. Sie können zudem auch ihre eigene Sprache nicht verstehen. Falls beide Areale zerstört sind, kommt es zu einer globalen Aphasie. Das heißt, der Patient versteht nicht und kann auch nicht mehr sprechen. Wenn der Fasciculus arcuatus zerstört ist, kommt es zu einem interessanten Bild, dass der Patient einen vorgesprochenen Satz zwar versteht, diesen aber nicht wiederholen kann, da diese Verbindung dieser Information unterbrochen ist. Eine amnestische Aphasie wird durch eine Zerstörung des Gyrus angularis ausgelöst. Hier kommt es zu Wortfindungsstörungen, da die Einflüsse von verschiedenen anderen Hirnregionen ausfällt und die Erinnerung nicht abgeglichen werden kann mit dem aktuell Gesehenen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit hier nochmals die verschiedenen Aphasieformen. Es gibt noch transkortikale Formen, auf die ich jetzt nicht zu sprechen komme. Allgemein kann man jetzt sagen, dass die globale Aphasie, die ich vorher besprochen habe, wo beide Areale zerstört sind, zu einer Zerstörung der flüssigen Sprache sowie des Sprachverständnisses. Bei der Broca-Aphasie, wie der Name sagt, wenn das Broca-Zentrum zerstört ist, kommt es zu einer Zerstörung der flüssigen Sprache. Jedoch das Sprachverständnis ist dann erhalten. Das Nachsprechen ist auch nicht möglich, da dieser Loop, den ich vorher besprochen habe, über den Gyrus angularis, über das Wernicke-Areal, Fasciculus arcuatus, Broca-Areal, dann primärmotorischen Kortex unterbunden ist, da diese Struktur zerstört ist. Somit kann der Patient nicht nachsprechen. Bei der Wernicke-Aphasie, wie der Name sagt, kommt es zu einer Zerstörung des Wernicke-Areals und somit zur Zerstörung des Sprachverständnisses. Auch Nachsprechen ist nicht möglich, jedoch ist die Sprache flüssig. Leider kann die Umgebung die Spontansprache, welche flüssig ist, nicht verstehen, der Patient selber auch nicht. Bei der Leitungsaphasie, wie sie entsteht bei Zerstörung der Fasciculus arcuatus, kommt es zu einer Beeinträchtigung des Nachsprechens. Jedoch ist die Sprache flüssig und das Sprachverständnis ist vorhanden. Die amnestische Aphasie, dort sind alle drei Komponenten möglich. Jedoch kommt es hier zu Wortfindungsstörungen durch Zerstörung des Gyrus angularis. Ich hoffe, mit diesen kurzen Angaben einen kleinen Überblick gemacht zu haben über die zentrale Sprachverarbeitung sowie Aphasien. Ich wünsche euch einen schönen Tag.